Herzlich willkommen in Deiners Garten. Ich bin hier Seniorchef und wir haben vor 10 Jahren dieses Haus gebaut. Das war für uns auch eine ganz neue Erfahrung, weil wir nicht aus der Hotellerie kommen, sondern wir sind seit nunmehr fast 40 Jahren im Bio-Bereich tätig. Wir haben unseren Hof auf Bio umgestellt und wir wollten immer, dass sich auch die Hoteliers und Gastwirte stärker engagieren im Biosektor. Aber trotz vielen Versuchen ist es uns nie so gelungen, sie dazu zu bringen. Und dann haben wir mal gesagt, ja, man kann nicht immer warten, bis andere was machen. Wenn man will, dass was weitergeht, muss man selbst Hand anlegen und haben uns deshalb entschlossen, dieses Hotel hier zu bauen. 4 Jahre haben wir geplant. In diesen 4 Jahren habe ich mich fast ausschließlich auf die Planung vom Hotel beschränkt, wo wir eben auch geschaut haben, was gibt es alles, was kann man alles machen, wo kann man Ressourcen einsparen, wo kann man anders arbeiten als andere das machen. Und da haben wir uns eben dann entschlossen für bestimmte Dinge. Sind alles eigentlich mehr Kleinigkeiten, die man da machen muss, die in der Summe aber sehr viel ergeben. Und das ist einmal ja Photovoltaikanlage, das ist die Anlage für die Warmwassergewinnung, das ist die Wärmerückgewinnung, das ist aber auch, wie man mit dem Boden umgeht, wie man mit den Menschen auch umgeht, also wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um. Das ist für uns alles ein Gesamtkonzept. Was uns auch sehr wichtig ist, das ist eben, dass wir eine Landwirtschaft unterstützen, die auf den Boden, auf die Umwelt, auf die Ressourcen achtet. Und deshalb haben wir ausschließlich Produkte aus biologischer Landwirtschaft. Und zwar nicht nur beim Essen und Trinken, auch zum Beispiel die ganze Bettwäsche, Badwäsche und so weiter ist aus kontrolliert biologischer Baumwolle. Auch die Blumen auf unseren Tischen sind aus Bioanbau. Also wir achten wirklich darauf, dass wir alles, was wir hier brauchen, aus Bioanbau haben. Was uns immer vorschwebt, ist, dass die Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen sollten und dann hier alles finden, was sie brauchen. Deshalb haben wir auch die Elektroautos, die wir verleihen, aber eben auch die E-Bikes können dazu verwendet werden. Wir konnten natürlich neu bauen vor 10 Jahren und da hat man die Möglichkeit, auch sehr energiesparend zu bauen. Wir konnten noch nicht alles so umstellen. Also heute hätte man noch mehr Möglichkeiten. Die Entwicklung geht ja immer weiter. Und wir sind auch jetzt dabei, alles auf LED umzustellen. Das war damals noch nicht möglich. Es gibt jetzt auch zum Beispiel die viel stromsparenderen Pumpen für Umweltanlagen, die es damals noch nicht gegeben hat. Aber es hat wenig Sinn, dass wir die jetzt entsorgen und andere einbauen. Das heißt, wir warten, bis die nicht mehr in Ordnung sind und dann tauschen wir sie erst aus. Man muss da schon auch bedenken, was die Entsorgung dann ausmacht, was dann effektiv sinnvoller ist. Für die Zukunft haben wir natürlich schon einiges geplant. Das heißt vor allem, dass wir unabhängiger von Energiezufuhr werden. Es ist nicht so einfach, weil wir eigentlich die Dächer schon alle besetzt haben. Wir produzieren ungefähr 40% vom Strom, den wir brauchen. Wir hoffen, dass wir da in Zukunft weiterkommen. Unser Ziel ist es, jedes Jahr ungefähr 5% Energie einzusparen. Das haben wir uns von Anfang an vorgenommen und jedes Jahr machen wir ein paar Schritte dahin. Wir sind Klimahost, weil wir überzeugt sind, dass man nur so weiter eine Entwicklung haben kann, die auch für die Zukunft eine lebenswerte Umwelt erzeugt und weil man nicht so weiter wirtschaften kann, wie das in den letzten 50 Jahren geschehen ist.